Die Ukraine verteidigt sich ja nur selbst, das hört man im Mainstream immer wieder. Jetzt wurde enthüllt, letztes Jahr plante sie einen massiven Angriff auf die Krim, der jedoch verhindert worden ist von Elon Musk. Wie genau das passiert ist, darum geht es in der heutigen Sendung. Bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann erfahren Sie, warum Musk auch den Gender-Terror ablehnt und warum er findet, dass Bill Gates ein Arschloch ist. Das ist der Brennpunkt des Tages. Am Samstagmorgen erscheint die neue Biografie über Elon Musk, geschrieben von Walter Isaacson, ein bekannter US-Schriftsteller, früher Journalist gewesen. Dieses Buch wird es auch in unserem Shop geben, also lieber dort bestellen als im Mainstream-Buchhandel. Und darin, Jürgen, geht es auch um die Rolle von Elon Musk im Ukraine-Krieg, vor allem um die Rolle von Starlink, sein Satellitensystem, was ja nicht nur für Internet da ist, sondern auch für die Kriegsplanung. Und es sollte wohl eine Rolle spielen, das hat jetzt die CNN berichtet, die wohl schon ein Exemplar des Buches vorliegen hat. Es sollte eine Rolle spielen bei einem massiven Angriff auf die Krim im Herbst letzten Jahres, oder Zeitpunkt ist unklar, können wir nachher noch drüber sprechen. Und Musk hat dann dafür gesorgt, dass dieser Angriff nicht stattfinden kann, weil er wohl dieses Satellitensystem ausgeknipst hat, um den Angriff zu verhindern. Musk selbst hat sich auch dazu geäußert. Er meinte, also er hat es ein bisschen anders erzählt. Er sagt, in der Region gibt es kein Starlink und die ukrainische Regierung wollte, dass er es aktiviert. Und er hat es dann nicht getan. Er hat sich geweigert. Aber auf jeden Fall hat er dadurch den Angriff verhindert. Er sagt also über Starlink. Starlink war nicht dafür gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es war dafür gedacht, dass die Menschen Netflix schauen und sich entspannen können und für die Schule online gehen und gute, friedliche Dinge tun können. Keine Drohnenangriffe. Damit hat er sich natürlich dem Mainstream widersetzt und aus meiner Sicht auch gezeigt, dass er nicht so ein skrupelloser Typ ist, wie immer berichtet wird. Ja, das war ein wichtiger Schritt von Elon Musk. Allerdings muss man auch sagen, dass er zwar an diesem Zeitpunkt, nämlich im September 2022, sehr gut agiert hat. Aber er hat ja zunächst die Ukraine mit seinen Starlinks auch unterstützt. Das sind natürlich schöne Worte von ihm, von wegen Netflix gucken. Aber die Ukraine hat die Starlink-Satelliten seit Lieferung Ende Februar, Anfang März 2023 natürlich an der Front verwendet. Ich habe hier die Aussage aus der Welt vom letzten Juni. Da heißt es, für Kiew ist die Kommunikation über das Satellitensystem Starlink des Unternehmers Musk ein entscheidender Vorteil im Krieg. Und dann wird so ein Soldat zitiert. Jedes Mal, wenn Oleksiy und seine Kameraden von der ukrainischen Artillerie ein russisches Ziel treffen, danken sie einem Menschen, Elon Musk. Ja, also das war sehr wichtig. Da wurden angeblich 50 Satelliten über der Ukraine stationiert von Starlink und es wurden 42.000 Empfangsgeräte geliefert. Davon hat 20% Musk selber finanziert, also verschenkt. Sehr viel hat auch das Pentagon verschenkt an die Ukraine. Und diese Systeme wurden sehr schnell aufgebaut und haben dann den Ukrainern tatsächlich Vorteile im Feld verschafft, weil die Russen haben nichts Ähnliches. Aber was Musk nicht will, ist, dass die Sache zu einem Weltkrieg eskaliert. Ja. Er verdient natürlich über die Ukraine erstmal nichts. Jetzt geht's los mit dem Verdienen, aber erstmal hat er das ja alles verschenkt an die Ukraine. Aber es ist wie eine Art Schaufenster. Andere Länder wollen jetzt auch den Starlink kaufen für solche militärischen Zwecke. Und insofern ist er durchaus ein Geschäftsmann, der auch Rüstungsgeschäfte macht und da in gewissem Sinne auch über Leichen geht, aber er will nicht die totale Eskalation zum Dritten Weltkrieg und das wäre die Krim gewesen, weil die Russen haben gesagt, Krim ist ursprünglich russisches Gebiet, stimmt ja auch, und wenn da angegriffen wird, dann ist es für uns schon ein Angriff auf das russische Mutterland und kann atomar beantwortet werden. Es hätte ja offenbar ein sehr großer Angriff werden sollen, ansonsten hätte ja Musk nicht solche Bedenken gehabt. Da kann man vielleicht nochmal drüber diskutieren, wann das Ganze war und wo genau auch. Und da möchte ich an ein Bild erinnern, worüber wir letztes Jahr gesprochen haben. Und zwar wurde da an der Krimküste so eine Seedrohne angespült. Und da haben wir damals gemutmaßt, dass das hier eben eine Starlink-Antenne sein könnte, worüber die Drohne dann mit dem Satellitensystem verknüpft ist. Und
Die Neuigkeiten bestätigen das eigentlich, weil es heißt ja aus ukrainischen Quellen, die da zitiert werden, dass die Drohnen dann die Verbindung verloren haben und einfach harmlos an Land gespült worden sind. Und das war eben Ende September in der Nähe von Sewastopol. Und das ergibt für mich Sinn, weil Sewastopol ist auch der Hauptstützpunkt der Schwarzmeerflotte. Und Elon Musk hat wohl von einem Mini-Pearl Harbor gesprochen, was da stattfinden sollte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da wirklich ein massiver Angriff mit Seedrohnen auf Sewastopol geplant war, wo Musk gesagt hat, das geht nicht, das kann zu einem Weltkrieg führen und hat da die Reißleine gezogen. Und es ergibt jetzt für mich auch Sinn, von der Chronologie her, das war dann der Theorie nach Ende September und Anfang Oktober hat er ja seinen Friedensplan vorgestellt auf der Plattform Twitter, die jetzt X heißt, die ihm gehört, wo er halt gesagt hat, die Krim muss russisch bleiben, so wie es eigentlich seit Jahrhunderten der Fall war, die Ukraine muss neutral werden und die Referenden müssen nochmal gemacht werden unter UN-Aufsicht. Das war ja sein Friedensvorschlag, den ich bisher eigentlich so mit den besten finde, der gemacht worden ist. Und das hat er ja möglicherweise als Reaktion darauf gemacht, dass da Ende September eben dieser Massivangriff geplant war. Und wenig später hat er auch gesagt, er wird die Finanzierung für Starlink einstellen, weil er hat das ja, wie du gesagt hast, alles gratis, also nicht alles, aber einen großen Teil gratis zur Verfügung gestellt, ohne dass das Pentagon dafür bezahlt hat, ohne dass Kiew dafür bezahlt hat. Ja, also Musk selber oder seine Firma Starlink geht davon aus, dass 20 Millionen Euro in dieses Sponsoring für die Satelliten für die Ukraine geflossen sind, pro Monat, hallo. Und da hat er dann im Oktober gesagt, das zahlt er nicht mehr, das ist ihm zu teuer. Und voraus ging eben das hier, Ende September, dass er die Krim sozusagen nicht angreifen wollte oder die Satelliten abgeschaltet oder nicht zur Verfügung gestellt hat. Er hat, wenn man ukrainischen Angaben glauben darf, gleichzeitig auch Starlink für andere Fronten abgeschaltet. Wenn man sich erinnert, im August, September, Anfang September waren große ukrainische Offensiven, die auch relativ erfolgreich waren. Und da hat natürlich Starlink eine Rolle gespielt, aber ab Zeitpunkt X hat wohl Musk erkannt, dass bringt's nicht, ich will da raus aus der Sache. Vor allem lag es natürlich auch daran, wie sich die Ukrainer verhalten haben. Er hat ja den Friedensplan vorgestellt, hier auf der Plattform X. Und dann hat nicht nur Selenskyj reagiert, sondern auch der ehemalige ukrainische Botschafter von Deutschland, Andriy Melnyk, mit den Worten fuck off, also verpiss dich, hau ab, muss man sich mal vorstellen. Elon Musk beliefert gratis das Land mit dem besten Satellitensystem der Welt und dann kommt sowas zurück, das ist der Dank dafür. Da hat er logischerweise gesagt, okay, nicht mehr mit mir, Freunde, hat dann auch die Finanzierung bleiben lassen. Ja, also Musk ist eine interessante Figur. Wir haben ja die Woche schon geredet mit André Bockenburg hier in der Runde über die Prognose, dass 2024 ein heißer Krieg zwischen den USA und Russland drohen könnte. Und die Gefahr sei nur abzuwenden, so der amerikanische Moderator und Trump-Freund Tucker Carlson, wenn Trump wieder ans Ruder kommt und diesen Wahnsinn stoppt. Ja? So war der Stand in der Diskussion, die wir, glaube ich, am Dienstag hatten hier in der Runde. Mir scheint aber, dass wichtiger als Trump für die Beendigung des Krieges tatsächlich Elon Musk ist. Weil wenn Elon Musk eines Tages sagt, ich unterstütze nicht nur keine Offensivoperation, sondern ich unterstütze euch gar nicht mehr, euch Ukrainer, dann bricht die ukrainische Front innerhalb von einem halben Tag zusammen. Ja. Und er macht sich langsam. Also es gibt in dem Buch, was wie gesagt morgen rauskommt, auch im Kompaktshop, andere interessante Stellen. Zum Beispiel geht es da um das Verhältnis von Musk zu Bill Gates. Und Gates hat ja an der Börse mit mehreren Milliarden Euro gegen Tesla gewettet. Muss man sich mal vorstellen, ein Typ, der immer sagt, ich bin Klimaschützer Nummer 1, der alle möglichen Klimagruppen finanziert, wettet dann gegen ein Unternehmen, das Elektroautos produziert. Und da sagt Musk, so zumindest das Zitat im Buch, ich bin inzwischen überzeugt davon, dass er vollkommen unzurechnungsfähig ist und außerdem ein Arschloch durch und durch. Also da geht es ordentlich zur Sache. Er hat auch das hier getweetet, wenn man schnell einen Ständer loswerden möchte. Und dieses Bild dazu, Bill Gates mit der Wampe und dann das Emoji mit dem schwangeren Mann, wobei Gates natürlich eher lebensmittelschwanger ist. Und daran sieht man natürlich, er macht da nicht mit bei den großen Mainstream-Mogulen und weigert sich da mitzuspielen. Gates natürlich wird hofiert vom Mainstream, durfte ja an den Tagesthemen, als Corona losging, 10 Minuten Interview halten.
Dagegen schießt Musk und es geht im Buch auch um das Verhältnis zu seiner Tochter, was ganz interessant ist. Also früher war es ein Sohn, es ist eine Trans-Tochter, Vivian Jenner. Er hat sich mit 16 umoperieren lassen tatsächlich und in dem Buch wird so ein bisschen gemutmaßt oder die Presse hat das auch so ein bisschen vermutet, dass diese Geschichte ihn dazu bewegt hat, jetzt auch immer mehr den Wokismus und diese ganze politische Korrektheit zu kritisieren, weil er da halt die Auswirkungen gesehen hat. Seine Tochter oder sein Sohn, der sich da hat umoperieren lassen und dann völlig verhunzt worden ist an so einer Eliteschule, mittlerweile jeglichen Kontakt abgebrochen hat zu seinem Vater. Also er sagt da über das Kind, sie ging über den Sozialismus hinaus und wurde zu einer echten Kommunistin, die jeden, der reich ist, für böse hält. Und das könnte so ein Erweckungserlebnis gewesen sein, weil für mich kam es auch ziemlich überraschend, dass Musk immer öfter so kritische Sachen raushaut. Ja, er ist eben ein Realist. Er ist sicherlich auch ein Großkapitalist, der Geld machen will. Er vertritt auch verrückte Sachen mit dem Chip im Hirn und so weiter. Aber er ist ein Realist. Und wir haben immer wieder in Kriegen die Situation gehabt, dass große Konzerne oder große Unternehmer gegen den Krieg waren, weil sie zwar Business machen wollten, aber nicht alles zusammenbomben. So war es im Irakkrieg. Viele haben gedacht, Irak, das sind die Ölkonzerne, aber die Ölkonzerne waren dagegen. Das war der tiefe Staat. Das muss man schon unterscheiden. Und diese Auseinandersetzung bahnt sich jetzt in den USA auch an oder ist schon im vollen Gange. Ja. Liebe Zuschauer, was sagen Sie zu dieser schillernden Figur Elon Musk? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung in die Kommentare auf YouTube oder auf unserer Online-Seite compact-online.de. Und Jürgen will noch über sein Oberteil sprechen. Ja, ich bin heute wieder gut gekleidet mit einem Kompakt-T-Shirt. Sie haben mitgekriegt, wir haben eine T-Shirt-Aktion. Wir verschenken unsere T-Shirts. Die erste Angebotsvariante des T-Shirts Wir sind frei ist schon praktisch vollkommen weg. Deswegen die letzten 3 Tage gibt es dieses T-Shirt in allen Größen bis Sonntag 24 Uhr. Was müssen Sie tun? Sie müssen gar nichts tun. Sie müssen nur was bestellen in unserem Online-Shop, unsere Kaffeetassen oder ein Buch oder eine Kompaktausgabe. Dann kommt dieses T-Shirt automatisch dazu. Sie müssen aber in das Feld besondere Anmerkungen Ihre Größe reinschreiben, damit es auch passt. Stichpunkt 24 Uhr am kommenden Sonntag. Also feuerfrei in der Hinsicht und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Morgen geht es hier auf dem Kanal weiter mit einem Bericht über ein ganz besonderes Verbrechen der Pharma-Mafia. Und am Sonntag kommt wie jede Woche unser Format Das Letzte, wo nochmal die Stilblüten der Altparteienpolitiker zusammengefasst werden. Wie gesagt, schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Tschüss. Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.